Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Soul Blazer bei Chibi Let's Play. Und wir sind hier noch im linken Turm vor König Margrets Schloss. So, das war jetzt nicht ganz so schwierig. Aber hey, wir haben jetzt immerhin einen weiteren Soldaten befreien können. Das ist doch schön. Zumindest für ihn. Gut, gehen wir mal weiter. Aha, da ist schon Verstärkung. Halten ein bisschen mehr aus, ist klar. So. Kommt da noch was? Ah. Ja. Sehr schön. Erich befreite Dr. Leo. Ich bin Dr. Leo. Ich werde mir die Geschichte für später merken. Bitte rette die beiden Soldaten, die mit mir kommen wollten. Okay. Das finde ich aber wirklich sehr lieb von ihm, dass er trotz alledem immer noch an andere denkt. Es gibt viele Schatzkisten im Keller und in den Türmen. Sollte dich ein Soldat, am besten der, der viel über Margrets Schloss weiß, begleiten, wird es einfach sein, die Schätze zu finden. Möchtest du gerne außerhalb des Schlosses sein? Ich möchte noch bleiben. Der sich im Schloss auskennt. Okay. Erich befreit einen Soldaten. Yay! 1 von 2. Genial. Sehr schön. Und ist hier der andere? Das wäre natürlich perfekt. Nee, das ist woanders. Das ist der rechte Turm. Okay. Sehr schön. Übrig 0. Sehr gut. Dann haben wir hier das Ganze auch erledigt. Im Keller und in den Türmen. Sollte dich ein Soldat begleiten. Ja, dann sollten wir mal gucken, welcher Soldat das sein kann. Wir haben jetzt ein paar weitere befreit. War das hier direkt? Oh, ich habe nur einen kleinen Staubfleck von seinem Auge entfernt. Sie hat etwas Staub von meinem Auge entfernt. Mhm, und jetzt zeigt er euch angeblich die eiskalte Schulter, ne? Mhm. Ja, ich lasse euch mal alleine. Oh, hallo. Ich bewache das Schloss. Rede nicht mit mir. Okay, der ist auf Patrouille. Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich genau wie du vom Himmel. Ich kenne alle unsichtbaren Gänge im Schloss. Ja, wir haben ihn gefunden. Möchtest du mit mir in den Keller herumlaufen? Die Seele, welche alle Geheimgänge kennt, begleitet dich nun. Yay! Sehr schön. Das ging doch sehr flott. Okay, wir können also nochmal in den Keller. Ich möchte mich aber gerne nochmal im linken Turm aufhalten. Hier ist auch noch ein komplettes Gebäude versteckt. Sag ich jetzt mal. Verborgen. In Vergessenheit. Übrig 0. Ach, jetzt sehe ich da so eine Schwade. Sehr gut. Übrig 2. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jetzt erst. Das ist gerade eine sehr gute Position. So. Erich befreit die Königin. Ha. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke, dass du mich befreit hast. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du wiederkehrst. Okay. Und da geht's jetzt auch hin. Sehr schön. Erich befreite eine Jungfrau. Gut. 0.
Yay! Dann schaue ich mich jetzt nochmal ganz kurz hier um. Ich meine, hier stand zwar auch null. Achso, das Geschwader ist auch weg. Oder Geschwür oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Da war halt so ein kleines... Naja, Lupe will ich jetzt auch nicht sagen, aber irgendwie war da was um unser Leuchtkügelchen. Zurück. So, dann haben wir den linken Turm also abgegrast. Im Keller können wir uns nochmal umschauen. Ich denke mal, das wird der Folterkeller sein. Hier haben wir das Geschwür nicht. Das war eine Schlange. So. Aber hier, ne? Okay. Wer weiß, vielleicht finden wir ja eine Schatzkiste oder irgendwie sowas. Sehr schön. Na komm. Seltsame Flasche. Ja, die hätte ich letztes Mal vielleicht auch verwenden sollen. Dann hätte ich zumindest meine Juwelen nicht wieder alle verloren. Ha. Heilkräuter. Ja, war jetzt auch nicht so dringend. Ich hab ja, ne? Ich hab. Okay. Ach, ich habe ja noch die Blasenrüstung. Ach. Ah, sieh mal einer an. Hier waren wir ja schon. Ja, so hätte man das natürlich auch sehen können. Gut. Dann war ich dem dank der Komplettlösung einen Schritt voraus. War jetzt eigentlich auch nicht ganz in meinem Interesse, aber ja, ich hatte das zu dem Zeitpunkt halt zufällig auch gesehen und dachte mir, ach komm, nutz die Gelegenheit. Gut. Aha. Wo ist die Schlange? Da ist die Schlange. Ist hier irgendwo noch was? So ein Schatz oder so? Nee. Komm, hier ist ein riesiger Raum. Hier wird doch was sein. Ne? Nicht? Irgendwo hier vielleicht. Weiter unten. Glaube ich jetzt nicht im Kreis. Da ist was. Ne, von da kam ich, ne? Ja. Gut. Du, 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 du. Okay. Ha, hier bei der Ecke. Jawohl, ich hab's doch gesagt. Es muss doch was sein. So wie die aufgebaut sind und bla. Ja, komm. Dass man auch genau davor stehen muss. Hallo? Emblem B. Das Emblem B. Ist das nicht das Merkur-Symbol? Ja, ne? Merkur, Venus und Mars haben wir schon. Ja. Was hier? Hier ist nichts. Nix. Warte. Übrig null. Okay. Aber hier haben wir jetzt zumindest auch ein bisschen was abgegrast. Da ist noch was. Da ist irgendwo noch was. Mhm. Ach so, das war die Ecke hier. Hm, okay. Gut. Wieder runter, ne? Ja. Dann gehen wir mal kurz zu der blauen Plattform, damit ich einmal wieder zurückwarpen kann. Naja, das ist nicht so wichtig. Ich werde ja eh geheilt. Dank der himmlischen Kräfte. So. Gut, dann gehen wir jetzt einmal zur Königin. Ich bin die Frau von König Margret. Hältst du mich für hübsch? Ja.
Dies ist mein Geschenk für dich. Die Königin hat etwas in Erichs Tasche getan. Was denn? Was ist denn noch? Ah, VIP-Karte. Du kannst überall hin im Schloss Margits. Okay, wählen wir mal direkt aus. Ah, ich denke mal, mit der werde ich dann hier in den rechten Turm können. Wir brauchten ja für den linken schon die Platin-Karte. Oh, das ist eine VIP-Karte. Tut mir leid. Tritt bitte ein. Ja, ich bin sehr wichtig. Gut, 7 Monster müssen hier erledigt werden. Da ist schon das erste. So. Ist ein bisschen schwierig mit den Feuerbällen, die die ganze Zeit um einen rumschwören. Aber hey, wir haben jetzt einen weiteren Soldaten befreit. Wunderbar. Gut. Ich wollte gerade sagen, das Geschwüre ist wieder da. Ja klar, damit wir die Treppe sehen können. Ihr seid aber viele. Ihr seid aber sehr viele. So, der Gesundheit zum Trotz haben wir sie besiegt. Ey, komm, hör auf mit dem Mist. Erich befreite eine Jungfrau. Die sehr protzig wohnt. Aber hey, warum auch nicht, ne? Gut, jetzt muss ich irgendwie noch da rein. Aber ich glaube, da rechts war der Gang, ne? Jupp. Naja, muss ich in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Ach nein, bitte sag mir jetzt nicht, es gibt hier 4 Felder. Na, sobald ich hier oben fertig bin, dann einmal da rechts, einmal im Uhrzeigersinn rum. Jawohl. Ich hab's geahnt. Mann, oh. Noch einer. So. Okay, und da unten wahrscheinlich noch der nächste. Ja, sicher. Ach, elegant geht anders. Ah! Ja, toll. Ist schon gemein, dass sie ein bisschen verwundbar sind, wenn sie ihre Spikes ausfahren. Aber egal. Geschafft. Erich befreit einen Soldaten, der die Brücke vom Schloss beschützt. Okay. Ja, hier sind wir fertig. Sehr schön. Okay. Geh weg. Schatz. Okay, die Kisten sind aggressiv. Meine Güte, hier geht's ganz schön wild zu. Gleich habe ich dich. So. Erledigt. Erich befreit einen Soldaten in der Taverne. Okay. War ich da schon mal? Ich weiß das nicht mehr. Oh, hier geht's rein. Das war jetzt keine Herausforderung, aber heiße ich auch willkommen. Sowas Einfaches. Warte mal, einmal kurz, ganz kurz. Ja, Entschuldigung, tut mir echt leid um die Störgeräusche, aber ich musste mir gerade mein Headset mal ein bisschen richten. So.
nicht so angenehm, wenn das manchmal schief sitzt. Das Geschwür ist weg. Jo, du noch? So. Okay, da guckt sich den Burggraben an. So. 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 Yay! 100 Juwelen, mal eben. Hä? Ah, wieder so eine. Heilkräuter und da links sehe ich die nächste böse Truhe. Ach, ich lasse die einfach. Ich lasse die da einfach stehen. Wohl? Nee, übrig 0. Okay. Gut, gehen wir weiter. Es täuscht schon sehr. Täuscht schon sehr. So. Irgendwas Po gemacht, sehr schön. Mii. Tausend Erfahrungspunkte. Okay, vielleicht sollte ich dir eine Truhe. Na, egal. Hm. Okay. Pier des Luftschiffes. Okay. Ich habe gedacht, das wird. Ich war nur gerade verwirrt wegen der Plattform und jetzt sind wir am Pier. Kommt noch so viel? Du bist Erich? Dr. Leo erwartet dich. Gut, dann gehen wir da mal hin. Hi. Du bist Erich. Die Vögel von Greenwood haben von dir erzählt. Die Steine, die du gesammelt hast, sind die Schlüssel zur Welt des Bösen. Sie sind die Kraftquelle der Maschine, die das Böse rief. König Margaret besitzt den letzten Stein. Wir müssen ihn befreien, um ihn zu erhalten. Begebe dich dann zur Welt des Bösen und besiege Destol. Dr. Leo, das Schiff ist bereit. Ein Attentat! Doktor! Was? Sie sind Königin Margaret! Sie haben die Welt zerstört. Haben Sie das gar nicht bemerkt? Seien Sie still, Sie Weichling. Erledigt ihn. Oh nein, nein. Sie haben mir alles genommen. Sie sind schmutziger als das Böse selbst. Dr. Leo, Sie reden viel zu viel. Das Leben ist nicht einfach. Schauen Sie. Hey, geht weiter. Was? Ist das Lisa? Vater! Vater, ich habe gewusst, dass ich dich eines Tages wiedersehen würde, aber nicht in solch einem Zustand. Dr. Leo, werden Sie immer noch das tun, was ich Ihnen sage? Sie, wie Sie schon sagten, ich habe eine Maschine gebaut, mit der man Destol rufen kann. Lisa hat damit aber nichts zu tun. Seien Sie still, Dr. Leo. Sie werden immer noch für uns arbeiten müssen. Nun gut. Ich kann das Leben anderer nicht aufs Spiel setzen. Aber bitte, lassen Sie Lisa frei. Sie ist das Wichtigste auf dieser Welt für mich. Auch wenn ich sie nicht sehen könnte. Ich weiß, sie würde mich weiter motivieren.
Ich kann alles aushalten, wenn ich mir ihr Gesicht vorstelle. Sie sind ein ehrbarer Mann. Okay, Dr. Leo. Lassen Sie Lisa alleine. Leo flüstert in Erichs Ohr. Erich, bleib hinter mir. Hier, nimm dies und geh aufs Luftschiff. Pass bitte auf Lisa auf. Ich werde nicht weglaufen. Du kannst mich überall mit hinnehmen. Lisa? Bitte vergib mir. Dr. Leo, nein! Nein! Erich, ich glaube, ich wurde in einer falschen Generation geboren. Wissenschaftler müssen Maschinen erfinden, um die Menschen froh zu machen. Aber ein ungeduldiger Wissenschaftler kann eine gesamte Kultur vernichten. Einige glauben, dass Frohsinn schnell erreicht ist. Ich glaube, es kommt mit Geduld. Lisa, es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Ich werde nicht sterben, sondern vielmehr einschlafen. Wenn ein Wissenschaftler mit meinem Wissen gebraucht wird, dann kehre ich zurück. Lisa, werde glücklich. Aber überstürze nichts. Ich schwöre. Lisa kann nur noch weinen. Ja. Ja, und jetzt? Vor allem, was hat er mir gegeben? Hat er mir nicht irgendwas gegeben? Da! Ein Schlüssel zum Luftschiff. Das... Ach, das Zündschloss ist am Schiff. Okay. Sollte es jetzt funktionieren? Ja, Erich dreht den Zündschlüssel um. Okay. Okay. Der Wind drückt mich zurück. Irgendwo fliegt etwas. Da. Okay. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich bleib mal hier stehen. Oh, oh, oh. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, ich glaube, das ist der Endboss, ne? Jupp. Ja, das sieht jetzt natürlich sehr schlecht für mich aus. Er hat gelbe Energie. Ich glaube, das ist die Steigerung von Türkis. Gut, ich bleibe mal im Krabben-Move. Irgendwie mache ich dann doch ja irgendwie immer wieder mal ein bisschen Schaden. Aber leider viel zu wenig. Und ja, das ist jetzt ein bisschen blöde hier. Vor allem, da die Juwelen nichts bringen. Lass dich so schlecht sagen, wo der Gegner hin will. Jetzt macht er wieder diese Moves. Warum ist das so ein langer Flammenwurf? Na. Ja. Oh, ich habe das so viel. Die seltsame Flasche nicht. Ja. Ich habe sie nicht verwendet.
Tja, alle Juwelen, die wir jetzt gesammelt hatten, sind jetzt leider weg. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Huch. So, das war das Schloss hier. Na gut, fragen wir hier mal. Möchtest du Heilkräuter kaufen? Ja, sehr gerne. Ich kann Gedanken lesen. Hier, nimm ein paar. Das ist schon mal sehr gut. Findest du nicht, dass sie ein nettes Mädchen ist, die an der Theke? Sie scheint zu wissen. Komm mal. Sie scheint zu wissen. Da kommt nichts mehr. Schade. Kleiner Fehler in der Textbox, aber. Hat mir ja nicht noch ein paar befreit. Ich finde viele Sachen beim Herumlaufen. Ich habe etwas Glänzendes um das Schloss gesehen. Ich habe es aber nicht aufgehoben. Etwas Glänzendes um das Schloss. Mhm. Das sind die beiden. Ist hier was? Nee. Joa, bin ein bisschen verwundert. Der Schlüssel wurde gestohlen. Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Ja, ich hab ihn schon. Danke. Gut, wir haben das Schloss quasi wieder aufgebaut. Hier irgendwo muss was Glänzendes sein. Angeblich. Ja? Wirklich? Keine Ahnung. Wenn König Margaret nicht zurückkommt, werde ich zum König gekrönt. Ja, Hauptsache, du regierst dann ein bisschen besser. Was die Leute wollen? Puh. Oh, du hast mich erschreckt. Schleich dich bitte nicht von hinten heran. Ich bin fast in den Fluss gefallen. Ich bin doch gar nicht von hinten diesmal reingekommen. Naja. Also das Glänzende, das interessiert mich ja doch. Hier irgendwo. Emblem Haar des Meisters. Da an der Kante. Okay. Emblem Haar. Ist das Uranus oder Neptun? Ich glaube Neptun wegen dem Blauton würde auch Sinn machen. Ich frage mich, was ich mit den Emblemen später machen soll. Vor allem habe ich ja noch längst nicht alle. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall wissen wir schon mal, wo der Bossgegner ist. Ich muss mir nur irgendwie überlegen, wie ich den am besten besiegen kann, wegen dem Wind und allem, der mich immer nach unten gedrückt hat. Ich glaube, ich muss mir erstmal den Part selber, also nochmal ansehen beim Schnitt nachher. Vielleicht erkenne ich dann ja das Bewegungsmuster besser, dass ich mich dann besser positionieren kann. Juwele werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, hat bei den meisten Bossen bisher nie wirklich funktioniert. Aber naja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann. Tschüss.